Für drei Brötchen oder zwei Körnerbrötchen. Petra Lagast und Yvonne Böckold tanzen den Disco Fox zum Partymix von Pur. Let's Dance. Machen sich warm für den August, denn kommenden Monat gibt's in der Bäckerei Bovelet in Bedburg ein exklusives Angebot für knapp 2 Wochen. Wer hier dann kurz knackig die Hüfte schwingt, bekommt knackige Brötchen kostenlos. 3 normale oder 2 Körnerbrötchen. Ich fand das eine super Idee. Ja, das is it. Oder Karneval hier reinkommen, da sind die um 6 Uhr schon am Jagen, genau. Und Stimmung und hier ist eh immer gute Stimmung. Ja. Fantastische Bäckerei mit guten Backwaren. Und er ist der Boss der Backwaren, Guido Bovelet. Seine Frau hatte die Idee zum Tanzen. Sie ist großer Let's Dance-Fan und hat eine ähnliche Aktion bei amerikanischen Tankstellen gesehen. Der 53-Jährige freut sich schon auf richtig Bewegung in der Bäckerei. Er hat selbst lange getanzt, ist mittlerweile aber eher eingerostet. Hohoho. Ich bin auch jahrelang in der Tanzgarde gewesen oder bin da auch noch drin, aber nicht mehr aktiv. Und 3 Tanzkurse habe ich auch gemacht. Aber das ist etwas her. Ob Disco Fox, Tango oder einfach Freestyle, für alles gibt's gratis Gebäck. Schwingt ein Kunde das Tanzbein besonders gut, gibt's nicht nur Brötchen gratis. On top sind auch kostenlose Teilchen drin. Darüber entscheidet die Jury aus Kollegen. Das Outfit kann ganz voluminös sein bis ganz schlicht, aber dafür muss der Ausdruckstanz richtig stark sein. Da freuen wir uns einfach mega drauf. Ich achte nicht nur darauf, dass jemand besonders gut tanzen kann, sondern auch, dass jemand einfach was ganz Verrücktes oder was Ausgefallenes macht, sodass wir das Team und der ganze Laden, die Kunden einfach was zum Lachen haben. Es gibt aber einen, der besser als alle anderen weiß, wovon er redet. Hart-härter Joachim Lambi. Bei Let's Dance ist er der Chef in der Jury. Boogie beim Bäcker, für ihn eine super Sache. Was für eine sensationelle Aktion. In Bedburg, die Bäckerei Bovelet. Hey, Guido und Desiree, ihr seid großartig. Ihr seid nicht nur Let's Dance-Fans, sondern ihr macht was für eure Kunden. Alle die in die Bäckerei reintanzen, bekommen 3 Brötchen umsonst. Ja, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und ich finde das toll. Also, danke, danke, danke. Und ihr seid großartige Fans und eine tolle Bäckerei. Und jetzt zum Finale. Guido und seine Bäckerei. Bovelet Tänzerinnen zu den Piraten von Markus Becker. Let's Dance. Dreht euch einmal ganz